this crusade is gonna take a while. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Juggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute Mittwochabend, 29. August 2018. Im Augenblick geht das wirklich wie aus der Pistole geschossen. Den einen Tag nach dem anderen eine Lesung von dem Buch Hinter den Diktatoren, zu dem ich mich auch heute am Computer eingefunden habe. Und ich möchte gleich zu Anfang meine beiden wunderbaren Gäste begrüßen. Den einen, ohne den es diese Lesung überhaupt nicht geben würde, nämlich Bruder Viktor, der das Buch übersetzt hat. Und der andere, Bruder Michael, der ein ganz, ganz toller Typ ist, das muss ich hier mal so nebenbei mal eben so sagen, der mich letzte Woche besucht hat und wo ich mich unglaublich freue, ihn kennengelernt zu haben, auch persönlich. Und was mir unglaublich viel gibt, weil sonst habe ich in persönlichen Beziehungen nicht so besonders viel hier in Belgien. Und das mit dem Michael, den mal richtig auf persönlich kennenzulernen, das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und die möchte ich jetzt beide erstmal herzlich begrüßen. Erst Michael. Schönen guten Abend, Michael. Herzlich willkommen zur Sendung und ich hoffe, es geht dir gut. Ja, vielen Dank. Mir geht es jetzt richtig gut. Ich bin gerade rot angelaufen und habe auch die Fenster schon zugemacht, damit es keiner mithört. Ja, das hat mich auch gefreut, dich persönlich kennenzulernen, weil die Stimme oder den Menschen hinter der Stimme, den kann man ja in der Regel auch dann ein bisschen schwer einschätzen und man kann ja auch vor allen Dingen unter vier Augen dann halt auch noch mehr in die Tiefe gehen und das war mir halt auch besonders wichtig und deswegen habe ich mich gefreut, dass wir beide nicht so ganz weit auseinander sind wie jetzt einige andere, die man schwer besuchen kann, weil sie halt einfach in ganz anderen Teilen der Welt leben. Aber das ist halt einfach auch der Vorteil vom Internet, dass man halt auch mit Leuten in Kontakt bekommt oder Leute auf Inhalte aufmerksam macht, die man sonst nie hätte erreichen können. Das ist halt auch der große Vorteil. Jetzt über alle möglichen Grenzen hinweg kann man ja jetzt heutzutage mit diesem Medium ganz viele Leute erreichen, was mich immer total fasziniert ist, auch wenn es ein quasi satanisches Medium ist, oder satanisch benutzt wird, kann man damit ja sogar noch Leute glücklich machen, wenn man selber nicht mehr hier in der Existenz verweilt. Und dieser Gedanke fasziniert mich am allermeisten, zu überlegen, dass es möglich ist, für Menschen unsere Sachen zu erleben, auch noch in 50 oder 100 Jahren vielleicht. Das finde ich total faszinierend, dass man über seinen physischen Tod hinaus Menschen halt noch Mut machen kann, Menschen halt noch Wissen mitteilen kann, Menschen halt einfach mit diesen Inhalten auch eine ganz andere Lebensgrundlage geben kann. Ja, da muss ich doch mal kurz drauf eingehen, weil das, was du sagst, das wird sich wahrscheinlich Leo Herbert Lehmann auch gedacht haben, als er das Buch geschrieben hat. Oder Henry Gretton Guinness, als er Romanismus und die Reformation geschrieben hat. Die haben ja auch diese Bücher geschrieben und haben damit ein Vermächtnis nachgelassen, das sie noch lange nach ihrem physischen Tod auch noch in, ich sag nicht aller Munde sind, aber doch in vieler Menschen Munde sind. Und was das Medium Internet oder Skype angeht, zu nutzen, dass das ja satanisch ist, ja, natürlich ist es das irgendwo von einer Sicht her, aber man kann solche Dinge immer für gute Dinge und für schlechte Dinge gebrauchen. Ja, ich glaube, es gibt wenige Objekte auf dieser Welt, die man nur für schlechte Dinge gebrauchen kann und nicht für was Gutes. Ich meine, bei Waffen fällt mir jetzt gerade wirklich nichts Gutes ein, aber vielleicht gibt es da auch Möglichkeiten. Aber im Allgemeinen kann man viele Dinge für gute Dinge nutzen und für schlechte Dinge nutzen. Mhm. Und der Herr hat damals, sage ich mal, dafür gesorgt, dass Martin Luther den Buchdruck benutzen konnte, um die Bibel zu verbreiten und hat damit diese Sache wunderbar genutzt. Auf der anderen Seite kannst du sagen, von der Buchdruck hat uns auch die ganzen Pornohefte gebracht aus den 90er Jahren und 2000er Jahren, die Kinder sich schon am Zeitungskiosk anschauen können. Das ist dann natürlich nicht so eine gute Sache. Also, ich wollte einen anderen Punkt machen, ohne dir jetzt in die Parade fallen zu wollen, aber der Punkt, den ich machen wollte, ist, ich hatte mit Brad besprochen, dass halt einfach uns heutzutage ganz viel vom Bücherlesen dass wir ganz viel vom Bücherlesen abgehalten werden, weil in vielen alten Büchern und ja, in der Bibel sowieso die Wahrheit drin steht und viel mehr Wahrheit drin steht als das, was uns die modernen Medien und vor allen Dingen der Mainstream da jetzt glauben machen möchte. Und dass wir jetzt halt einfach mit diesem relativ neuen Medium, Luther hat ja auch das Medium Buch relativ zeitnah nach dem Gutenberg, der hieß ja auch noch anders, die Buchpresse da erfunden hat, der auch dann genutzt und da war dieses Medium ja noch relativ neu und auf diesen Zug springst du oder wir jetzt hier auch auf und vermachen jetzt mit diesem für uns auch noch relativ neuen Medium, das gibt es ja erst seit ein paar Jahrzehnten, jetzt den Menschen auch etwas, wo wir nicht wissen, wie es dann halt später ausschaut. Aber ich finde es halt einfach in dem Sinne schon sehr interessant zu sagen, dass man jetzt heutzutage etwas quasi verlustfrei
hinterlassen kann. Und das kann sich jemand auch in 50 Jahren noch anhören, egal was wir dann noch dazu denken oder sagen können. Ich finde es faszinierend und deswegen freue ich mich auch dabei sein zu dürfen. Finde ich auch faszinierend, ja. Und deswegen möchte ich jetzt auch ganz herzlich unseren Bruder Viktor hier begrüßen, der schon mit den Hufen scharrt am Mikrofon, darauf wartend an unserem Gespräch hier teilnehmen zu können, weil da hast du auch sicherlich was zu sagen, ne Viktor? Herzlich willkommen übrigens heute Abend. Ja, moin moin. Und ja, wieder mal schön mit dabei zu sein. Ich kann ehrlich gesagt euch da nur beipflichten. So viel dazu jetzt noch erwähnen bzw. ergänzen könnte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Na, dann werde ich mal was dazu ergänzen. Ich freue mich darauf, wenn ich nächstes Jahr nochmal in die Heide fahre, zu dem Platz, wo meine Mutter damals noch gelebt hatte. Als wir aus Hamburg rausgezogen sind, haben sie ja in Schneverding mit meinem Vater damals ein Haus gekauft. Und wir haben da noch einen älteren Freund wohnen, der ist, glaube ich, jetzt 85 oder sowas. Den haben wir letztens besucht. Und nächstes Mal, wenn wir da sind, dann werde ich auch den Schritt machen und werde weiter über die A7 durch den Elbtunnel fahren, Richtung Bahrenfeld und werde dann in Ottensen abschlagen und werde dann mal probieren, dich auch mal besichtigen zu können, das beinahe gesagt, dich besuchen zu können. Ja, das wäre natürlich mal eine schöne Erfahrung. Ich denke auch, also vielleicht schaffst du es dann nochmal über den Weißwurst-Äquator, ne? Den nochmal zu überqueren. Ja, die Elbe, ja. Den Weißwurst-Äquator. Ja, das haben sie mir damals auch beigebracht. Alles südlich der Elbe ist Italien, meinten sie zu mir. Habe ich so in der Schule gelernt bekommen. Na gut, okay, bevor wir jetzt hier schwadronieren und über solche Sachen hinweggehen, würde ich sagen, lass uns weiterfahren mit der Buchlesung hinter den Diktatoren. Wir haben noch ein wenig in diesem Kapitel zu erledigen, um es zu Ende zu lesen. Das heißt Nazi-Sozialismus und die katholische Rekultivierung aus dem Buch Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche von Leo Herbert Lehman. Wir sind hier also jetzt zum Schluss des 8. Kapitels heute Abend zusammengekommen, wo wir auf Seite 5 in dem zweiten Absatz nochmal lesen werden. Ich gehe also nochmal diesen einen Absatz zurück. Normalerweise müssten wir hier bei dem gelben anfangen. Ach so, ja, ich habe ja noch gar nicht die Skype-Kamera angesetzt, Leute. Sagt mir das doch mal eben, das habe ich ganz vergessen, dass ihr mitlesen könnt oder dass ihr mitsehen könnt hier mit meinem Schirm. So, geht ja auch. Ich habe gesehen, dass das mit den Videos sehr verlustfrei geht. Wie ist eure Erfahrung damit, wenn ihr es auf eurem Computer abspielt, die Aufnahmen der letzten Tage, wo ich das mit dem Skype-Schirmteilen aufgenommen habe? Ist das bei euch auch gut sichtbar? Ich habe es ehrlich gesagt noch gar nicht kontrolliert. Ah, Viktor vielleicht, weil der hat das ja geschickt die letzten Tage. Oder hast du es noch nie nachgeguckt? Also du meinst jetzt allgemein deinen Desktop, ob man den gut sieht in dem Video? Ja, das ist das Video, ja. Ob man gut mitlesen kann und sowas von der Auflösung her. Ich mache das ja jetzt auch immer in HD. Ja. Und jetzt habe ich ja extra noch also Skype hier mit bei, um den Schirm zu teilen, dass ihr eben auch seht, was ich sehe auf dem Schirm hier. Ne? Wenn ich hier hoch und runter scrolle, dann seht ihr das genauso wie ich. Das ist die Absicht. Hallo, hier bin ich. aber das geht ohne Qualitätsverlust, ne? Soweit ich das gemerkt habe bis jetzt. Ich kontrolliere es mal kurz. Nee, das ist einwandfrei. Also ich kann sowohl jetzt so auf deinem Bildschirm jetzt auch bei Skype mitlesen, als auch dann im Video später. Wunderbar. Also, ich habe jetzt leider keinen Fernseher, beziehungsweise was heißt leider, aber ich prüfe das jetzt halt alles nur auf dem Computermonitor nach. Ne? Ja, das ist ja auch für gemacht, ne? Gut, dann fangen wir halt an jetzt auf dem zweiten Absatz auf Seite 5 mit der wahrscheinlich letzten Lesung des Kapitels 8. Ein schwerer Schlag gegen die Hoffnungen liberal-katholischer Gruppen war der von Antichrist Papst Pius dem IX. Auf jesuitischer Beharrlichkeit verfügte Syllabus der Fehler. Hatte ich letztes Mal ja deutlich genug angesprochen, den er 1864 veröffentlicht hatte. Und da hatte ich auch in anderen Videos wie in der verborgenen Geschichte der Jesuiten auch schon ausführlicher darüber gesprochen. Einer dieser, zwischen Anführungszeichen, Fehler hat den Leuten, die sich für einen fortschrittlicheren und liberalen Katholizismus eingesetzt hatten, den Boden unter den Füßen weggezogen. In völliger Übereinstimmung mit der traditionellen jesuitischen Unnachgiebigkeit verurteilte Papst Pius IX. Mit ernster Miene den Vorschlag, dass, Zitat, der Papst sich mit dem Liberalismus und der modernen Zivilisation versöhnen kann und versöhnen sollte. Nee, das findet er überhaupt nicht lustig. Dass er sich mit dem Liberalismus und moderner Zivilisation versöhnt?
Das geht ja gar nicht. Das geht gegen seinen ultramontanen Führungsanspruch ein. Und genau der wird hier jetzt wieder aufgebaut, wie wir jetzt lesen im nächsten Absatz, wo steht: Die Geschichte der katholischen Kirche trat in eine neue Phase mit der Verkündigung des Dogmas von der persönlichen Unfehlbarkeit des Papstes, die durch das Vatikanische Konzil 1870 mit Hilfe der Machenschaften der Jesuiten etabliert wurde. Da hatte ich letztes Mal auch ausführlich drüber gesprochen. Da geht es um, dass der Papst, wenn er ex cathedra spricht, also von seinem Thron, dann unfehlbar spricht in Sachen römisch-katholischen Glaubenslehren, in Dogmen und so weiter, dann spricht er unfehlbar. Und man hat das eben deswegen auch machen können, weil man eben 1870 die weltliche Macht des Vatikans bereits eingebüßt hatte. Und dann haben sie den Vatikan eigentlich abgeschlossen. Und dann hat bis 1929 auch kein Papst mehr den Vatikan noch verlassen. Da konnten sie mit ihrer spirituellen Macht machen, was sie wollten. Weltliche Macht hatten sie in dem Augenblick ja nicht mehr wirklich. Ja? Man darf immer nicht vergessen, dass Offenbarung 13 hier spricht von einer tödlich erscheinenden Wunde, keine tödliche Wunde. Ja? Der Papst hatte natürlich noch weltliche Macht, aber nicht mehr in dem Maße, wie er sie vorher hatte. Nun, dies war der schwerste Schlag aller liberalen Elemente und bestimmte, den Jesuiten feindlich gesinnte Gruppen folgten Döllinger aus der Kirche und etablierten sich als die katholische christliche Kirche. Nun, Döllinger, wer ist das? Das ist Ignaz von Döllinger und da werde ich mal kurz einen kleinen Kommentar drüber zu lesen, den ich vorbereitet hatte, um euch den näher beizubringen. Johann Josef Ignaz von Döllinger, seit 1868 Ritter von Döllinger, der 1799 in Bamberg geboren und am 10. Januar 1890 in München verstarb, war ein deutscher katholischer Theologe und Kirchenhistoriker sowie einer der geistigen, zwischen Anführungszeichen, Väter der altkatholischen Kirche. Vor und während des Ersten Vatikanums, also das ist der Lateran, das Erste Vatikanische Konzil von 1870, über was wir gerade gesprochen haben, vor und während dieses Vatikanums war Döllinger einer der katholischen Hauptgegner und schärfsten deutschsprachigen Agitatoren gegen die von Papst Pius IX. Durchgesetzten Papstdogmen. Entscheidend für seinen Widerstand war das Dogma der Unfehlbarkeit des Papsttums, das Döllinger aus historisch-theologischen Gründen strikt ablehnte. Außerdem setzte er sich weiter für die Trennung von Staat und Kirche ein. Und das ist ja nun einer der Basispfosten der römisch-katholischen Kirche. Das ist das, womit die vierte Bestie sich von den drei hervorgehenden Bestien oder Tieren aus der Daniel-Prophezeiung Kapitel 7 unterscheidet. Das vierte Tier ist darum so verschieden von den anderen, weil es Kirche und Staat miteinander verschmelzt. Der Döllinger geht hier gegen zwei ganz wichtige römisch-katholische Dogmen an. Und zwar ist das einerseits das Dogma der Unfehlbarkeit, das er nicht akzeptieren wollte, und andererseits ist das Dogma der Unfehlbarkeit, was ich jetzt gerade sagte, und das andere eben, dass er die Kombination von Staat und Kirche ablehnt. Ja? Ignaz von Döllinger, da habe ich hier ein Bild, das hatte ich noch vorbereitet, auch gestern, das sehen wir dann hier nochmal. Hier ist sein Grab. Für die Leute, die gerne mal sein Grab sehen wollen, das sieht man dann hier. Und der ist also gut 90 Jahre alt geworden und das ist die Person selbst. Der hat also dem Papst ein wenig eine schwierige Zeit besorgt, kann man so ungefähr sagen. Nun, mit der altkatholischen Kirche, das ist auch ganz interessant, das kann man sich in Wikipedia selbst mal raussuchen und sich darüber ein wenig informieren, was es damit auf sich hat. Aber ich möchte jetzt eben mal das Wort an Viktor lassen, der wahrscheinlich noch eine extra Bemerkung zu dem Döllinger hat. Oder war es Michael? Wer meinte das jetzt vorhin? Das habe ich das vergessen. Wer von euch beiden hat da noch eine Bemerkung zu? Er war es. Ja, ich war es. Ich bin's. Prima. Und zwar habe ich mich nochmal mit dem Wikipedia-Artikel beschäftigt, ein bisschen näher. Ja. Und ich meine, du kannst den ja mal sonst auch aufrufen. Der Link ist ja in den Kommentar ja auch hinterlegt. Und zwar geht das darum, ja, dass der Döllinger, so steht das zumindest in dem Wikipedia-Artikel, sich diesen Altkatholiken angeschlossen haben. Also sprich, da hat sich was abgespalten von der katholischen Kirche. Mhm. Oder sozusagen eine Bewegung sich da ist da entstanden, weil die halt nicht mit diesem
auch mit der Unfehlbarkeit des Papstes übereinstimmen. Ja, also die So. altkatholische Kirche ist im Grunde eine Kirche, die nicht die Beschlüsse des Vatikanischen Konzils von 1870 akzeptiert hat. Genau, richtig. Ja, und Und das jetzt war ist in. Folgendes, wenn man sich jetzt am Ende des Wikipedia-Artikels unter dem, was steht das hier, unter Bedeutung, dort steht dann in dem vorletzten Absatz, Döllinger gilt daher als Vordenker der Ökumene. Also da habe ich dann, da sind bei mir nochmal ja, die Alarmglocken quasi nochmal so geschrillt kurz. Und da habe ich mich dann nochmal näher damit befasst. Und es hat den Anschein, dass bei dieser Döllinger, ich meine, der ist dann auch exkommuniziert worden anscheinend, so steht es da drin, dass der diese Bewegung Infiltriert. infiltriert hat, danke, und letztendlich auch dann dafür gesorgt hat, dass ja dieser Gedanke, der Ökumene, also sprich die sich abgespalten haben, dass die dann wieder zurück zur Kirche wiederkommen, zur Mutterkirche. Ich fand das halt nur mal so ganz interessant, dass das irgendwo auch letztendlich in meinen Augen auch als trojanisches Pferd gedient hat. Naja gut, also du sprichst hier von einem Bestreben um die Überwindung der Kirchenspaltung. Initiierte er die Bonner Unionskonferenzen von 1874 und in späteren Jahren seines Lebens setzte er sich für die Wiedervereinigung der Christen als kirchliches Ideal ein. Also mit anderen Worten, Wiedervereinigung der Christen, da geht es halt um, was du eben meintest, als Vordenker der Ökumene, als dass er gilt. Ja? Die Ja. Ökumene, weil wir eben sagen, wir denken nur noch darüber nach, was wir gemeinsam haben und nicht mehr das, was uns trennt. Ja? Die ökumenische Bewegung kennen wir ja. Ich habe ja das Buch gelesen, Alle Wege führen nach Rom. Das ist ja nun ein Buch, das deutlich den Ökumenismus anprangert. Und natürlich, das ist immer davon ausgehend, lass uns mal sagen, ein wenig von dem verkehrten Verständnis ausgehend, ich möchte es mal so sagen, dass eine protestantische Glaubensrichtung überhaupt irgendetwas mit der römisch-katholischen Kirche gemeinsam haben könnte. Die römisch-katholische Kirche sagt, dass das so ist, weil sie sieht sich als die einzig wahre heilige Mutterkirche. Und alle anderen sogenannten Glaubensrichtungen oder Denominationen, die es heutzutage auf der Welt gibt, über 30.000 verschiedene protestantische Kirchenrichtungen, die sind alle aus diesem Schisma entsprungen, das die Reformation damals, das Martin Luther in die Wege geleitet hatte. Diese Abteilung davon. Und deswegen meint die römisch-katholische Kirche, die kommen ursprünglich von uns, das sind alles nur Sekten, abtrünnige Töchter, und die muss man alle wieder einfangen. So, und die müssen zurückkommen. Und dafür wurden unter anderem der Weltkirchenrat gegründet und die ganze ökumenische Bewegung und dann noch das Zweite Vatikanische Konzil gehalten zwischen 1962, Ende 1962 und 1965. Das Vatikanische Konzil. Und das hat im Endeffekt dafür gesorgt, dass mit den Verträgen von 1999 mit der Lutheranischen Weltföderation, die mit der römischen katholischen Kirche einen Vertrag unterschrieben hat über die gemeinsame wie heißt das jetzt? Joint Doctrine of Justification heißt es im Englischen. Ich kriege das jetzt nicht im Deutschen zusammen. Also die gemeinsame Erklärung über die Glaubenslehre, dass sie mit anderen Worten dieselbe Glaubenslehre haben. Damit hat das mehr oder weniger seinen Abschluss gefunden. Die Methodisten kamen 2004 dabei. Die Orthodoxen, also griechisch und russisch, sind da heute im Grunde auch noch mit bei. Und diese ganze ökumenische Bewegung wird hier also im Grunde zurückgeführt auf den Ignaz Döllinger. Ich weiß nicht, ob der Ignaz Döllinger das jetzt im Auge hatte. Er war gegen diese zwei Dogmen der römisch-katholischen Kirche und das zeichnet ihn meines Erachtens aus als einen Liberalen innerhalb der ultramontanen römisch-katholischen Kirche. Das ist soweit, wie ich das sehe, ja, dass er mehr ein Liberaler war. Und mit Liberalen machen sie immer kurzen Prozess. Und, Ja gut, das ist jetzt halt nur die Frage, weil seine vorigen Werke, die er verfasst hat, die gehen eher auf diesen päpstlichen Ultramontanismus ein. ja. Beziehungsweise auch, er hat ja auch diese ultramontane Geschichtsschreibung auch wohl auch irgendwie mitgeprägt oder Einfluss drauf gehabt oder auf die Schriften. Und ja, das ist letztendlich nur so, na klar, ich meine, da waren ja letztendlich viele, nicht nur er, die mit diesen, die Kritik hatten an dieser Unfehlbarkeit des Papstes Es gab noch ein paar oder amerikanische Bischöfe, diesem die da Dogma, und da waren. steht ja auch in dem Artikel drin, dass er oder dass
dass aus Sicht dieser Altkatholiken, die sich ja gebildet haben, dieser Döllinger nicht weit genug gegangen ist, weil er dann doch wieder zu sehr zu nah am Papst war, ne? Und das zeigt halt nur, ich meine, letztendlich dieser von Döllinger, das kommt ja auch, weil der von, das ist ein Ritterorden oder auch irgendwie ein Titel, der einem dann verliehen wird, ne? Ritter von Döllinger, ist ja auch irgendwie seit 1868 Ritter von Döllinger, also das ist ja auch ein Titel, dem er verliehen wurde. Ja. Und wenn er jetzt exkommuniziert ist, dann müsste ihm doch eigentlich auch dieser Titel abgesprochen werden, oder nicht? Normalerweise ja, aber die römisch-katholische Kirche ist mit solchen Dingen nicht immer so 100%. Ich setze sie nicht immer überall so Ja, durch. eben. Und deswegen hat mich das wieder so ein bisschen stutzig halt nur gemacht. Na, hier steht ja, er Vielleicht. wurde mit dem Ritterkreuz des Verdienstordens der Bayerischen Krone beliehen und in den persönlichen Ritterstand erhoben. Und 1872 erhielt Döllinger das Großkomturkreuz dieses Ordens. 1872 übrigens das Jahr, in dem Bismarck das Jesuitengesetz verabschiedet hat, mit dem die Jesuiten in Deutschland verboten wurden. Danke für deinen Beitrag in der Hinsicht. Ich Ja, wollte nur also noch ich fand kurz. jetzt nur noch mal auch so vielleicht noch den letzten einen Satz noch so entscheidend. Also da steht dann im allerletzten, also oder im letzten Absatz von Bedeutung: An die Stelle der früher scharf und polemisch artikulierten Ablehnung Döllingers als Exkommunizierten und Unfehlbarkeitsgegner ist vielfach das Verständnis getreten, Döllinger als Wegbereiter heutiger katholischer Theologie zu begreifen und nicht nur als Gegner des Ersten Vatikanischen Konzils wahrzunehmen. Also, na, das ist so, das zeigt mir nur so ein bisschen, dass man das jetzt so aus dieser Sicht jetzt hier auch bei Wikipedia so darstellt, als wäre er so, ja, ne, er hat sich zwar, sage ich mal, dem Papst aufgelehnt und war letztendlich damit nicht einverstanden, aber am Ende, weißt du doch, ne, das Mittel zum Zweck, das ist ja egal, das spielt ja keine Rolle. Also selbst wenn sich die katholische Kirche in Anführungsstrichen nach außen hin selbst ja nicht homogen erscheint, also nicht als einheitlich. Und das ist ja letztendlich wahrscheinlich auch irgendwo ein Ziel, dass es nach außen hin immer so aussieht, ja, nee, wir sind nicht einheitlich, wir sind nicht homogen, wir sind heterogen, ne? Also das gibt verschiedene Strömungen auch, und das zeigt ja auch letztendlich, weißt du doch auch, dass das Interview mit dem Bischof Schneider aus Astana, ne, dass ja auch innerhalb heute auch der Kirche das Bild nach außen hin so dargetragen wird, dass es verschiedene, ja, Strömungen auch innerhalb der Kirche gibt. Es gibt sehr viele auch extreme Strömungen, wie zum Beispiel die von der Webseite Most Holy Family, wenn man sich die mal anguckt. Das sind echt ultramontane Tridentiner, also die das Konzil von Trient 100% immer noch befürworten. Und eben in der römisch-katholischen Kirche gibt es seit Pius dem 12. die Strömung, dass sie sagen, Pius der 12., Hitlers Papst, war der letzte gute Papst und alle anderen sind Antipäpste seitdem, weil die sind alle ökumenisch. Ja? Und halt der Döllinger bereitet hier die Ökumene vor. Nur ich wollte zu dem Lateranen Konzil hier, zu dem Vatikanischen Konzil, wollte ich noch etwas sagen. Wenn man sich damit ein wenig beschäftigt, dann lernt man, dass auch ein paar, unter anderem, ich glaube, nordamerikanische Bischöfe, ich glaube, drei verschiedene Bischöfe sich geweigert hatten, dass diese Unfehlbarkeitslehre zu unterzeichnen. Und davon wurden auch welche, ich glaube, exkommuniziert und ich glaube sogar ermordet. Und bei dem Döllinger hatten wir ja auch angesprochen, dass er eben halt exkommuniziert war, ja, als exkommunizierter Unfehlbarkeitsgegner. Da darf man jetzt eine Sache nicht vergessen, Viktor, und auch Michael und all meine Zuschauer bitte. Wenn ich als römischer Katholik exkommuniziert werde, dann wird mir meine Seligkeit genommen. Dann wird mir mein ewiges Leben genommen, das ich glaube, dass ich nur durch die römisch-katholische Kirche habe. Und das ist natürlich eine ganz starke Maßnahme, um dafür zu sorgen, um solche abtrünnigen Schafe wieder zurückzuholen und zur Umkehr zu bekehren. Und ich denke, dass das bei dem Döllinger wohl auch der Fall war, dass er meinte, ich teste mal im Grunde ein bisschen das Wasser, wie tief es ist, wie weit kann ich gehen. Und wenn er dann exkommuniziert wurde, ja, dann ist er dann doch wieder ein bisschen zurückgepfiffen gewesen. Auf der einen Seite kann man das so sehen, auf der anderen Seite kann man sagen, von die römisch-katholische Kirche brauchte bereits damals die ökumenische Bewegung, um sie anzufachen, um sie dann, lass uns mal sagen, knapp 100 Jahre später, auf dem zweiten Vatikanischen Konzil in den 1960er Jahren,
um sie dann vollständig umzusetzen. Und seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil werden wir Protestanten ja nicht mehr als Heretiker bezeichnet von der römisch-katholischen Kirche oder als Ketzer, sondern als separate Brüder. Ja? Und wenn ich mich weigere, einen Titel anzunehmen, dann ist es ein separater Bruder von der römisch-katholischen Kirche. Ich habe mit der römisch-katholischen Kirche, mit der Synagoge Satans, da habe ich nichts am Hut. Da bin ich kein separater Bruder von. Da bin ich jemand, der sie aufdeckt und der sie entblößt und der sie enthüllt für jeden zu sehen. Ich bin derjenige, der da mit anarbeitet, um die Hure auszuziehen, ja? Mit anderen Worten, um mir die Kleider vom Leib zu reißen und um eben mit der Lesung auch dieses Buches hinter Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche, die Maske dieser Hure abzureißen, die Kleider wegzureißen und zu zeigen, seht, wie sie dasteht, seht, wer das ist, wer die römisch-katholische Kirche wirklich ist. Ja. Das ist eine tolle Allegorie, ne? Die römisch-katholische Kirche des Kaisers neue Kleider. Ja, genau. Mhm. Gut, das war ein interessanter Ausflug hier rein, muss ich mal eben sagen. Wollen wir mal eben sehen, dass wir die Bilder wieder auf die Reihe kriegen und dann, Victor, bist du fertig mit dem, soweit, was du sagen wolltest? Ja? Ja, bin ich soweit fertig und noch dran. Danke für deine Ausführung. Ja, wird gerne geschehen. Das ist ja, ich sage ja auch nur das, was mir der Geist in dem Moment eingibt, ne? Und ich finde das schon ganz wichtig, dass wir diesen Döllinger hier ein wenig exponieren, lass uns mal sagen. Weil wir dürfen eins nicht vergessen, er ist und bleibt ein Katholik. Er war als Katholik geboren, er ist als Katholik gestorben. Als Katholik bist du ein notorischer Lügner. Und verfolgst immer nur die Agenda deiner Mutterkirche. Ja? Ob er jetzt ein Jesuit war, da will ich mich gar nicht groß über einlassen. Das ist durchaus möglich, dass das so ist. Das ist auch möglich, dass das nicht so ist. Auf jeden Fall hat er die jesuitischen Prinzipien ganz gut nachgelebt innerhalb seiner Kirche. Und ich kann da nicht umhin, um immer wieder daran zu erinnern, an das Bild der Großvateruhr, das Pendel, das von rechts nach links und von rechts nach links schlägt. Da müssen wir uns immer dran erinnern. Und der Döllinger war auch nur einer von denen, die eben dieses Pendel in Bewegung gehalten haben. Wie auch immer wir das heutzutage analysieren wollen. Ja? Und ob er jetzt gegen den Führungsanspruch des Papstes, gegen die Unfehlbarkeit war oder nicht, dies ist immer noch römisch-katholisches Dogma heute in 2018 und von daher spielt es keine Rolle. Sie haben sich alle dabei damit zufrieden gegeben, dass der Papst das eben meinte, dass das so ist. Und das ist heute im römisch-katholischen Gesetz immer noch so. Wenn der Papst ex cathedra spricht von seinem Thron über Glaubenslehre, über die Dogmen im römisch-kanonischen Recht, dann spricht er unfehlbar. Das sollten wir darüber behalten. Aber die große Mehrheit derjenigen, fährt der Autor fort, die gegen die Jesuiten gekämpft hatten und sich dem Dogma der Unfehlbarkeit widersetzten, verneigten sich schließlich und traten resigniert zurück. Und da gehörten eben auch ein paar Amerikaner bei, wo wir hier lesen. Bischof Fitzgerald aus Little Rock, Arkansas. Komischerweise genau der Platz, meine Lieben. Fällt euch da was auf? Little Rock, Arkansas. Wen kennt ihr denn noch aus Little Rock, Arkansas kommt? Bill Clinton. Ja, wollte ich gerade sagen, irgendein Präsident, ne? Ja, ja, Bill Clinton kam aus Little Rock, Arkansas. Bischof Fitzgerald aus Little Rock, Arkansas hielt bis zum Ende durch und stimmte dagegen. Erzbischof Kenrick aus St. Louis und fünf weitere amerikanische Bischöfe verließen den Rat und kehrten nach Hause zurück, ohne zu wählen. Das hängt damit zusammen, sage ich hier in einem kleinen Kommentar, dass die amerikanisch-katholische Kirche anders ist als die römisch-katholische Kirche. Das hatte ich ja schon früher erklärt. Da will ich jetzt auch nicht zu weit drauf eingehen. Aber wir müssen halt verstehen, das war ja doch alles, wir müssen halt verstehen, dass die amerikanische katholische Kirche viel liberaler ist als die römisch-katholische Kirche. Deswegen ist es auch die amerikanisch-katholische Kirche und nicht die amerikanisch-römisch-katholische. Es ist amerikanisch-katholisch. Da will ich jetzt auch nicht so weit drauf eingehen. Wie gesagt, die Bischöfe werden hier aufgenannt. In total sind es wohl sieben, ne? Der Fitzgerald aus Little Rock, Arkansas, Kendrick und fünf weitere. Das bringt dann sieben in total. Und ich glaube, von denen wurden zwei oder sowas auch später umgebracht. Meine ich mal in meinen Nachforschungen gelesen zu hatten. Will ich mir jetzt aber nicht drauf versteifen. Auf jeden Fall waren die Amerikaner mehr oder weniger geschlossen gegen die Unfehlbarkeitserklärung des Papstes. Und haben halt sich geweigert, dieses Papier zu unterzeichnen. Und seit dieser Zeit kämpften die Reaktionskräfte weiter. Unsichtbar von außen,
aber umso wirksamer, weil sie mit Intrigen und Tricks von innen arbeiteten. Die Päpste selbst halfen oft bei diesen Machenschaften, manchmal vertuschten sie die wahre Absicht der Jesuiten und manchmal hielten sie sie zurück, damit ihr übermäßiger Eifer die anderen politischen Manöver des Vatikans nicht zerstörte. Um zu verhindern, dass die Nachrichten über die zunehmend erbitterten Kontroversen in den päpstlichen Konklaven an die Öffentlichkeit gelangen, hat Antichrist Papst Pius XI. Allen, die mit ihnen in Verbindung stehen, einen ewigen Schweigeeid geschworen. Also mit anderen Worten hat er all denen ein Schweigegelübde oder ein Eid selbst des Schweigens aufgelegt, dass sie niemals über die Dinge damit sprechen dürfen. Und wir wissen ja, was unser Herr sagt über das Schwören. Ja? Es gibt zwei Stellen im Neuen Testament, wo deutlich darin steht, dass wir nicht schwören sollen. Lass dein Ja ein Ja sein und dein Nee ein Nein ein Nein und alles Weitere ist des Teufels. So steht es, glaube ich, in Timotheus, wenn ich mich nicht ganz irre. All diese Entwicklungen ebneten den Weg für die kirchliche Unterstützung des Vatikans für den kommenden Faschismus. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, wie haben denn diese Entwicklungen den Weg für die kirchliche Unterstützung des kommenden Faschismus getan? Naja, wie gesagt, die römisch-katholische Kirche hat ja ihre weltliche Macht verloren. Ja? Wie wir gelernt haben von 1866, wo die Schutztruppen, die den Vatikan beschützt hatten vor Garibaldi und der kommenden italienischen Republik, abgezogen wurden und der Vatikan seine weltliche Macht verloren hat. Jetzt spielt er seine spirituelle, seine geistige Macht umso mehr aus, sicher nach der Erklärung der Unfehlbarkeit. Dafür waren diese Entwicklungen absolut wichtig, um dafür zu sorgen, dass der Vatikan jetzt in den kommenden Faschismus mit eingreifen kann. Und zwar auf eine Art und Weise, die wir nur sehen, wenn wir hinter die Kulissen schauen, die wir nicht sehen, wenn wir im Publikumssaal sitzen und uns das Schauspiel auf der Bühne als Zuschauer anschauen. Da müssen wir hinter die Kulissen gehen und das machen wir mit dieser Buchlesung ja zur Genüge. Es folgte ein rasch wachsender Trend im katholischen Handeln zugunsten einer streng autoritären, konservativen und ausschließlich hierarchischen Politik. Also weg vom Anerkennen von Demokratien und Republiken, absolut in Einklang mit dem Syllabus der Fehler von Papst Pius IX. Aus 1864, um eben eine harsche, hierarchische Politik aufzuerlegen. Ja? Das Wiedererstarken des Ultramontanismus, habe ich das hier genannt. Genau dafür hat im Grunde ja das Vatikanische Konzil gesorgt. Der Papst hatte ja davor nicht die große Macht, zumal nicht spirituell. Ja? Und jetzt hat er die wieder. Er zieht sich in seinen Vatikan zurück und der Ultramontanismus erstarkt und die römisch-katholische Kirche unterstützt überall in Europa auf einmal politische Ziele, die eben nicht auf Demokratie, die eben nicht auf Republik ausgerichtet sind, wie das Zweite Deutsche Reich unter Bismarck, wie die Republik von Italien, die sich gerade gegründet hat, wie auch die Spanische Republik, die gegründet wurde, die dann ja auch in den 30er Jahren unter Mitwirkung des Nazireichs auch zerschlagen wurde und Franco als Faschist an die Macht kam, eben dort auch. Wir sehen einen Umsturz zwischen der Zeit 1870, wo das Vatikanische Konzil stattgefunden hat, und bis zur Zeit, wo Adolf Hitler an die Macht kommt. In diesen 60 Jahren sehen wir einen steigenden Rechtsruck, will ich es mal nennen, in den Hauptstädten Europas, aber auch an bestimmten anderen Stellen einen Linksruck, nämlich in der dann zu formenden UdSSR. Letztendlich, und das ist das, was der Autor hier eben sagt, es folgt ein rasch wechselnder Trend im katholischen Handeln zugunsten einer streng autoritären, konservativen und ausschließlich hierarchischen Politik. Was hat denn die Politik von Stalin, Lenin in der UdSSR gemein mit der Politik von Hitler, Mussolini und Franco, um nur mal einige zu nennen? Dass es eine ausschließlich hierarchische und ausnahmslos autoritäre Politik ist. Genau das, was der Vatikan favorisiert, wo er mit seinem Ultramontanismus einen zweiten Atem bekommen hat.
scheinbare Nachgiebigkeit gegenüber gegenteiligen politischen Ansichten in demokratischen Ländern beeinflusste in keiner Weise das festgelegte Ziel Roms. Es diente lediglich dazu, die eigenen Ziele zu erreichen. Und wir wissen ja, dass die römisch-katholische Kirche sagt, dass der Zweck die Mittel heiligt, um das Ziel zu erreichen, da sie in der Lage waren, die heute als Fünf-Säulen-Methode bekannte Vorgehensweisen anzuwenden, indem sie in diesen Ländern die Redefreiheit und die religiöse Toleranz für eigene Zwecke einsetzte. Ja, das ist der Punkt, den ich schon seit Jahr und Tag immer wieder gesagt habe. Wenn wir uns erinnern, wenn wir mal zurückgehen an die Gründung der Vereinigten Staaten 1776, habe ich das hier im Kommentar auch geschrieben, Paradebeispiel USA, siehst du? Genau, das, was ich sagen wollte. 1776 wurden die 13 Kolonien umgewandelt in einen Nationalstaat, der sich nennt die Vereinigten Staaten von Amerika. Und die haben in ihre Bill of Rights, das ist also ihr Anhängsel zu der Verfassung, verschiedene Artikel reingesetzt, unter anderem den Artikel der Religionsfreiheit. Und der Artikel der Religionsfreiheit hat nur den Katholiken geholfen. Weil die waren es, die in den Kolonien unterdrückt waren. Katholiken durften keine öffentlichen Ämter, keine politischen Ämter bekleiden und sie durften keine öffentliche Messe abhalten. Und das hat sich natürlich damit geändert. Diese religiöse Toleranz, ja, die Redefreiheit und die Religionsfreiheit. Da ist Rom immer dann für da, wenn sie selber in der Unterzahl ist. So, und wir reden hier von einer Zeit, wo die römisch-katholische Kirche nicht an den großen Machthebeln stand, weil eben durch die Reformation viele Macht an das Volk übergegangen war. Und wenn die römisch-katholische Kirche jetzt die Macht wieder an sich reißt, dann tut sie das auf die Art und Weise, dass sie dafür sorgt, dass es streng autoritäre, ausschließlich hierarchische Politik betreiben kann. Und das hat sie getan. In Spanien, Italien, Kroatien, Deutschland, Russland, also Sowjetunion, aber dann auch in der Zeit von der Besetzung im Zweiten Weltkrieg Frankreich, Belgien, Niederlande und die anderen Länder, die von den Deutschen besetzt waren. Überall dort wurden streng autoritäre, hierarchische, politische Systeme eingeführt. Ja? Indem sich die römisch-katholische Kirche von genau den Dingen bedient hat, Redefreiheit und religiöse Toleranz, die sie sonst überall bekämpft, die sie aber sich zu Nutzen macht, wenn sie selber in der Unterzahl ist, um dafür zu sorgen, dass das Ganze früher oder später umgestürzt wird. Sobald die Demokratie, fährt der Autor fort, und die Meinungsfreiheit durch militärische Macht ausgelöscht wurden, wie in den von Nazifaschismus kontrollierten Ländern in Europa, kommt die wahre autoritäre und intolerante Natur des Jesuitenkatholizismus zutage. Tja, wie erscheint euch, in welchem Licht erscheint euch denn jetzt 9/11 2001? Wenn man sich diesen Satz noch einmal eben auf der Zunge zergehen lässt. Sobald die Demokratie und die Meinungsfreiheit durch die militärische Macht ausgelöscht wurde, kommt die wahre autoritäre und intolerante Natur des Jesuitenkatholizismus zutage. Das haben wir doch in den Vereinigten Staaten von Amerika auch. Okay, die Vereinigten Staaten von Amerika sind nach außen hin eine Demokratie, aber nach innen hin hat doch das Volk in den Vereinigten Staaten von Amerika schon längst nichts mehr zu sagen. Das ist doch bei denen nicht anders als bei uns. Und dann haben wir dieses Papier von NCAP, ja, dieses Papier, was die Neokons, ja, die Neukonservativen, die Neokonservativen damals in 1999 geschrieben hatten mit ihren Zielen für einen Verteidigungsplan der Vereinigten Staaten von Amerika fürs 21. Jahrhundert, in dem drin steht, das ist ein Zitat, das könnt ihr euch im Internet gerne raussuchen, in dem drin steht, um unsere Ziele in einer akzeptablen Zeit zu erreichen, in einem akzeptablen Zeitraum zu erreichen, müssten wir einen zweiten Vorfall haben wie Pearl Harbor. Und müssten wir ein zweites Pearl Harbor haben. So. Du meinst jetzt Brzezinski, The Great Nee, ich meine nicht Brzezinski. Nein, ich meine die Neokons. Ich komme jetzt nicht auf den Namen davon, aber wenn du das eingibst, dann kommst du dir. Dick Cheney unter anderem war da mit drin und Donald Rumsfeld. Das waren die Neokonservativen damals und die haben dieses Papier rausgebracht von NCAP, das ist also die, wie heißt das jetzt hier, die Ziele der Vereinigten Staaten von Amerika im 21. Jahrhundert, militärischen Ziele im 21. Jahrhundert,
wo sie dann gesagt haben, dass wir zu Erreichen dieser Ziele ein zweites Pearl Harbor brauchen. Das Papier ist 1999 erschienen und 2 Jahre später hatten wir 9/11. Und das ist natürlich nur zu danken daran, dass eben in den Vereinigten Staaten von Amerika auch die römisch-katholische Kirche hinter den Kulissen die Strippen zieht. Dass wir da Jesuitenkatholizismus haben. Ich meine, in Amerika haben wir das Supreme Court, ja, kann ich euch auch mal zeigen, da habe ich sogar Bilder von. Supreme Court in den Vereinigten Staaten von Amerika. Es besteht aus 9 Richtern. Ja? Und von diesen 9 Richtern dürft ihr mal raten, wie viele davon, hier, das ist 2017, hier, das ist das letzte Foto, was ich davon habe, dürft ihr mal raten, wie viele davon protestantisch sind. 0. Kein einziger. Es sind mindestens 6 Katholiken und davon 2 Opus Dei-Mitglieder und 2 oder 3 Juden. Und dieses Gericht in den Vereinigten Staaten von Amerika ist dafür da, um die Verfassung zu interpretieren. Aber wenn die Verfassung eines protestantischen Landes interpretiert wird von römischen Katholiken, muss ich euch dann sagen, wie die Verfassung überhaupt noch behandelt wird? Nee, das kann sich jeder selbst denken, ne? Denke ich mal so. So viel Fantasie haben wir. Und das ist eben auch hier damals schon zutage getreten, weil wir sprechen ja hier über die 40er Jahre. Und ich hatte euch ja vorher bereits in anderen Lesungen erzählt, dass Roosevelt selbst ja auch schon damit zu kämpfen hatte, dass damals ein faschistischer oder nationalsozialistischer Putsch hätte stattfinden müssen in Amerika. Und mit seinem Bank Holiday hat er ja auch einige Dinge da so gemacht, die nicht so ganz koscher sind. Und seitdem lebt Amerika mehr oder weniger unter Kriegsrecht seit den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Das wissen die meisten Leute nur nicht. Ja? Und das kommt eben auch durch diesen Jesuitenkatholizismus. Die Jesuiten haben die Vereinigten Staaten von Amerika gegründet. Sie sind da nie rausgeschmissen worden und sie haben zu der Zeit ihre Früchte wirklich rausgebracht. Und wenn man das berücksichtigt, dann sieht man 9/11, also den 9. September 2001, den 11. September 2001, auch auf einmal in ganz anderem Licht. Es verkündet sofort, das kirchliche Pendant der bürgerlichen Diktatur zu sein. Was in Frankreich seit seiner Kapitulation vor Hitler und Mussolini passiert ist, ist ein klarer Fall. Hatten wir ja in der verborgenen Geschichte der Jesuiten drüber gesprochen, über Pétain. Auch in Deutschland leisteten 1940 die katholischen Bischöfe einen feierlichen Treueschwur für den Nationalsozialismus. Und interessant ist, dass wir aus einem Bericht in der New York Times vom 17. September 1940 feststellen, dass der Papst entschieden hatte, dass es besser sei, die offizielle Erklärung über dieses Versprechen bis zum Ende des Krieges zu verschieben. Also, die Bevölkerung wurde nicht darüber aufgeklärt, dass der römische Klerus in Deutschland einen Treueschwur an den Nationalsozialismus oder mit anderen Worten einen Treueschwur auf den Führer geschworen hat. Das teilt man den Leuten besser erst nach Kriegsende mit. So steht das hier in der New York Times vom 17. September 1940. Und in der Slowakei wurden im selben Jahr die Regierungsstruktur dieses Landes öffentlich und offiziell als eine Verbindung zwischen Nationalsozialismus und dem römischen Katholizismus erklärt. Katholische Historiker bestreiten nicht, dass der Erfolg des Faschismus zu einem großen Teil auf die reaktionäre Politik des verstorbenen Antichrist Papius XI. Zurückzuführen ist. Josef Schmidlin, bereits zitiert, sagt trotz seiner Vorsicht in der Sache, da hole ich mir eben das Bild von dem Schmidlin raus, hatte ich glaube ich letzte Sendung auch damit angeholt, da gab es nicht viele Bilder von, da war nur das von seinem Papier, was er glaube ich veröffentlicht hatte hier. Josef Schmidlin, hier haben wir ihn. Na? Ups. Das wollte ich größer machen. Dieser Josef Schmidlin sagt jetzt, dieses konservative Erbe scheint nicht nur durch die Tatsache, dass der Antichrist Papst Pius XI. Die Kirche mit dem faschistischen Staat vereinigte, sondern auch durch die Tatsache, dass er versuchte, den Klerus und den Katholizismus aller politischen Aktivitäten zu berauben und unterstützt die katholische Aktion, die auf dem Prinzip einer absoluten Hierarchie, also Ultramontanismus, basiert. Ende Zitat von Josef Schmidlin. Schmidlin weist auch darauf hin,
dass liberale katholische Kreise während der Herrschaft von Antichrist Papst Pius XI. Ihre letzte und einzige Hoffnung auf die Wahl eines liberalen Papstes gesetzt hatten, um seine Nachfolge anzutreten. Mann, wurden die verarscht. Weil durch die Wahl des aristokratischen konservativen Kardinals Eugenio Pacelli als Pius XII. War eben diese Hoffnung für immer verloren. Und die Ultramontanen in der römisch-katholischen Kirche, wie zum Beispiel von der Webseite Most Holy Family, man, wer das nicht kennt, ich muss euch das mal zeigen. Echt wahr. Müsste man mal gesehen haben. Most Holy Family. Das ist eine sowas von extreme Seite. Hier. Most Holy Family Monastery. A Doctrine of Ambiguity, Condemnations and Haste. Ja. Kann man sich mal angucken. Könnt ihr mal selbst googeln. Die Seite, seht ihr, ist ja leicht zu finden. Habe ich auch reingefunden. Und die schreiben hier, ne, die Päpste nach und inklusive hier nach Papst Pius dem 12., ne, das war der richtige Papst hier, ne, True Pope, ja. Alle Päpste danach, also John der 23., der das Vatikanische Konzil eröffnet hatte, Paul der 6., der es fortgeführt und abgeschlossen hatte, Paul der 6., der ja nur 33 Tage im Dienst war, und dann Johannes Paulus II. Werden alle als Antipapst gesehen. In dieser ultramontanen Clique, sage ich jetzt mal, des römischen Katholizismus. Müsst ihr euch mal anschauen. mostholyfamily.com kann man im Internet, wie ihr seht, ja leicht finden. Ja? Diese Hoffnung war für immer verloren. Wenn wir jetzt den Kardinal Pacelli als Papst bekommen, dann ist die letzte Hoffnung auf eine liberale römisch-katholische Kirche weg. Dann gibt es da keine weitere Hoffnung für. So, Papst Pius XII., dann suche ich da mal eben ein Bild raus. Das ist ja immer schön passend, wenn wir den damit beimachen können. Das Bild hatte ich hier schon mal. Ne? Nehmen wir das hier mal. Ja. Da ist er zusammen mit dem Papst Paul dem 6. hier, das ist ja der zukünftige Papst Paul der 6. auf einem Bild abgebildet. Schmidtlin weist auch darauf hin, fährt der Autor fort, dass liberale katholische Kreise während der Herrschaft von Pius des 11. ihre letzte und einzige Hoffnung auf die Wahl eines liberalen Papstes gesetzt hatten. Und der wurde dann halt mit Papst Pius dem 12. wurden diese Hoffnungen zunichte gemacht. Die faschistische Politik des Vatikans kann mit den folgenden vier Punkten beschrieben werden. Erstens, Anwendung moderner Methoden des politischen Handelns, also faschistische Methoden. Zweitens, Opposition zu den einstigen bekannten katholisch-politischen Parteien. Drittens, Misstrauen gegenüber dem niederen Klerus wegen seiner zu intoleranten Haltung gegenüber den präfaschistischen Vorstellungen von individuellen Rechten und Freiheiten. Ja, das ist ein ganz vorsichtiges Wort, das der Autor hier gebraucht. Misstrauen gegenüber dem niederen Klerus. Hier geht es darum, dass man eben den Liberalen den Gar ausmachen will. Ja? Schaffung einer Bewegung der Wiederherstellung als vierter Punkt. Katholische Aktion, völlig abhängig von der Bürokratie des Vatikans. Was heißt denn das mit anderen Worten? Der Papst regiert alleine. Ultramontanismus, genau das beschreibt der Punkt 4. Ein Großteil des Geheimnisses der vatikanischen Beziehungen zum Nazifaschismus kann auf diese Art und Weise gelöst werden. Die Verfolgung der katholischen Kirche in Deutschland richtete sich nur gegen jene Elemente, die sich der immer stärker werdenden Zentralisierung der Autorität in Kirche und Staat nicht völlig unterwarfen. Also alle diejenigen Liberalen, die gegen den Ultramontanismus waren. Diejenigen, die wir hier gesehen haben, Punkt 3, Misstrauen gegenüber dem niederen Klerus wegen seiner intoleranten Haltung. Die wurden verfolgt. Die wurden auch von Adolf Hitler verfolgt. Und dann macht die römisch-katholische Kirche das, was sie am besten kann. Sie verfolgt ihre eigenen Leute
in dem Moment, wo es ihr gut auskommt, weil das sind ja Liberale, die sind ja gegen den ultramontanen absoluten Führungsanspruch des Papstes, die müssen weg. Und dann ist das Regime weg. Das Regime Adolf Hitler ist weg. Der Zweite Weltkrieg ist verloren. Und die römische katholische Kirche tritt auf einmal auf und sagt von, ach, schaut doch mal all die armen Katholiken, die ermordet wurden unter dem Regime. Die machen wir jetzt alle zu Märtyrern und Heiligen und Seligsprechungen in der römisch-katholischen Kirche. Das ist die heuchlerische Politik der römisch-katholischen Kirche. Ja? Erst ihre eigenen Kinder schlachten, um sie dann in den Heiligenstand zu erheben. Beispiele darüber gibt es mehr als genug. Und unter anderem habe ich auch in Alle Wege führen nach Rom da auch mal drüber gesprochen, über die Heiligmachung. Märtyrer oder Heilige, glaube ich, hieß eins der Kapitel, Kapitel 16, glaube ich, in dem Buch. Könnt ihr euch ja nochmal anschauen, Alle Wege führen nach Rom. Eine sehr interessante Lesung. Und genau hier sagt der Autor genau dasselbe. Ein Großteil des Geheimnisses der vatikanischen Beziehung zum Nazifaschismus kann auf diese Art und Weise gelöst werden. Die Verfolgung der katholischen Kirche in Deutschland richtete sich nur ausschließlich gegen jene Elemente, die sich der immer stärker werdenden Zentralisierung der Autorität, also dem Ultramontanismus, in Kirche und Staat nicht völlig unterwarfen. Was ist denn Zentralisierung der Autorität in Kirche und Staat? Das ist die Zentralisierung der Autorität in der Kirche, der römisch-katholischen Kirche, durch den Papst, der alle Macht an sich heißt, und im Staat der Führer. In Deutschland Adolf Hitler, in Italien Mussolini, in Spanien Franco, in Kroatien Pavelic, ja, der Paglovnik, wie er da genannt wurde. Ja, das ist die Zentralisierung der Autorität, sowohl in Kirche als in Staat. Zu diesem Zweck half der Vatikan, die katholischen Volksparteien sowohl in Italien als auch in Deutschland zu zerschlagen und zentralisierte alle politischen Angelegenheiten in Rom. Meine lieben Brüder und Schwestern, deutsche Politik müssen wir jetzt mal eben verstehen. Es war die Zentrumspartei, die als Steigbügel galt für Adolf Hitler, um den Posten als Reichskanzler zu bekommen. Kaum hat Adolf Hitler diesen Posten bekommen und hat er sich versichert, dass er alleine als Führer regieren kann durch das Ermächtigungsgesetz nach dem Reichstagsbrand, der ja fingiert war, eine falsche Flagge war. Kaum war das passiert, was wollte ich denn jetzt überhaupt sagen? Ah ja, wurde die Zentrumspartei in Deutschland aufgelöst. Weg damit! Und heute lebt die in Deutschland weiter unter dem Synonym Christlich-Demokratische Union. Da kommt jedes Mal, mir wird jedes Mal speiübel, wenn ich den Namen der sogenannten CDU aussprechen muss, ja, die eigentlich Katholisch-Demokratische Union heißen sollte. Und katholisch und demokratisch sind ein Widerspruch, das geht nicht. Also, lassen wir es, da gehe ich jetzt nicht zu weit drauf ein. Aber und die benutzen die Farbe Schwarz. Unter anderem, ja. Richtig. Ja, stimmt. Die Farbe Schwarz, ja. Also das ist ganz wichtig, dass wir diesen Satz hier gut verstehen. Zu diesem Zweck half der Vatikan die katholischen Volksparteien sowohl in Italien, da war es die Partei von Don Sturzo, wie ihr euch vielleicht noch erinnert, aus die verborgene Geschichte der Jesuiten, und in Deutschland die Partei von Kahrs, der ja der Chef der Zentrumspartei war, zu zerschlagen und zentralisierte alle politischen Angelegenheiten in Rom. Dies versicherte den Diktatoren, also Hitler, Mussolini, Franco und so weiter, das Ausbleiben jeglicher Einmischung durch Katholiken in der Bevölkerung, weil die Liberalen waren ja weg. Es schuf ein vollständigeres diktatorisches Regime innerhalb der katholischen Kirche selbst. Es ermöglichte dem Vatikan geheime Konkordate mit bereits bestehenden faschistischen Ländern und mit demokratischen Ländern wie Spanien in dem Augenblick noch, Frankreich, Belgien und Portugal nach der Zerstörung ihrer demokratischen Regierung durch Revolution und Blitzkrieg einzugehen. In Portugal wurde eine nationalsozialistische Regierung eingesetzt mit dem, ich komme jetzt nicht auf seinen Namen, Salazar hieß er, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. In Belgien, das werden wir auch später hier noch lernen, wurde der De Grel eingesetzt mit seiner Rexit-Partei. In Frankreich hatten wir den Pétain und in Spanien hatten wir Franco. Ja? Also,
Erst waren das demokratische Länder und dann hat man den faschistische Diktaturen aufgebrummt. Ja, schließlich, so endet das Kapitel, hat es den Weg geebnet für die völlige Harmonie und Einheit zwischen Nazifaschismus und Jesuitenkatholizismus. Mit anderen Worten, hat es den Weg geebnet, dass die Aussage aus der Civilta Catholica, dass Faschismus das Regime ist, das sich am nächsten bei den Konzepten der römisch-katholischen Kirche einordnet, komplett erfüllt wurde. Und damit schließen wir dieses Kapitel 8 aus Hinter den Diktatoren ab, das den Titel hatte Nazisozialismus und katholische Rekultivierung. Im nächsten Kapitel fahren wir fort unter dem Namen Hitlers Kampf gegen die Kirchen. Hier werden wir sehen, wie die Liberalen in Deutschland ausgelöscht wurden. Und wir sprechen dann nicht nur über die Liberalen in der römisch-katholischen Kirche, sondern auch über die Liberalen in anderen Glaubensrichtungen. Judentum und Protestantismus. Das ist fürs nächste Mal. Und für heute möchte ich dann jetzt eben das Schlusswort noch gerne geben an Bruder Michael und Bruder Viktor. Wer von euch beiden möchte anfangen, bitte? Ich nicht. Doch, Michael, du sagst jetzt mal was. Sagst jetzt mal was. Drehen die dir hier das Mikro ab. Jörg, vielen Dank für die Lesung. Und das zeichnet eben deine Lesungen aus. Deswegen bin ich auch damals auf deinen Kanal gestoßen, weil man ja da immer so unheimlich viele Hintergrund- und Seitwärtsinformationen bekommt, Verknüpfungen hat, wo man dann weitergucken kann und wo man dann plötzlich merkt, dass das 1000-Teil-Puzzle sich immer weiter vervollständigt. Ich habe diese Lesung jetzt auch mit zwei Augen verfolgt, mit dem einen Auge auf den Text, mit dem anderen Auge halt auf andere geschichtliche Ereignisse, die da in der Zeit stattgefunden haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, damals nicht gelebt zu haben. Die Leute wurden ja von zwei Seiten eingeteilt sozusagen, zum einen vom Staat und zum anderen von der Kirche. Ist wahrscheinlich heute nicht so viel anders, aber wir merken... Ich wollte gerade sagen, was ist denn daran anders als heute? Ist ja heute nicht so viel anders, aber es ist halt damals extrem militant auch gewesen, wie dann damals die Leute verhaftet wurden, in Konzentrationslager gesteckt worden sind, die politischen Gegner und so weiter. Das sind ja Dinge, die assoziiert man ja nicht unbedingt damit, ne? Also aber das kommt heute auch wieder, Michael. Also du kennst doch von den ganzen FEMA-Camps, die sie in den Vereinigten Staaten haben. Das weiß ich. Aber es ging mir jetzt einfach um den Punkt, dass ich sage, damals ist halt einfach in Deutschland auch keiner diese Informationen gehabt, um sich in irgendeiner Art und Weise darauf einstellen zu können, oder wenige Leute. Und heutzutage haben wir aufgrund dieses Mediums Internet doch ein sehr viel breitere Informationsspektrum, das wir bedienen können. Und das sehe ich halt einfach als großen Vorteil an gegenüber früher, wo die Leute ja schon bestraft worden sind, wenn sie Radio London gehört haben. Dass wir da genau hingehen, das zeigt ja die Geschichte wieder mit dem Netzdurchsetzungsgesetz und solchen ganzen Dingen. Ja, das stimmt, ja. Ja, aber es ist ja heutzutage halt dann halt doch noch möglich, sich Informationen auf allen möglichen Sachen zu, auf allen möglichen Wegen zu holen. Und das ist ja gut, dass wir halt da auch teilweise in der Lage sind, selber zu denken, selbstständig zu denken. Und ich denke, in früheren Zeiten, speziell im, jetzt vor 100 Jahren, da waren die Leute halt noch wesentlich nicht so kritikfähig wie heute und haben noch nicht über den Tellerrand so unbedingt weit hinaus gedacht. Ich kann mich eher aus dieser Zeit, wo ich klein war, dran erinnern, aus den 60er, 70er Jahren, dass man da halt noch Ärzte und Priester als unfehlbar, als Autorität höchsten Ausmaßes und als Respektspersonen gesehen hat. Und das weißt du, wo ich eine unglaubliche Ähnlichkeit sehe zwischen der Zeit im Dritten Reich mit Hitler damals und der Zeit heute in Deutschland? Die Mittel sind vielleicht ein wenig anders, ne, Michael? Aber mit den Statistiken, so wie sie gefälscht werden, wird uns heute auch erzählt, dass wir ganz wenig Arbeitslose haben, dass es Deutschland unglaublich gut geht, dass wir furchtbar viele Fachkräfte brauchen und deswegen einführen müssen aus anderen Ländern. Es geht uns ja so gut. Und genau dieselbe Propaganda wurde damals im Dritten Reich auch verbreitet. Da wurden dann Autobahnen gebaut, die dann später natürlich für andere Dinge gebraucht wurden, als da Autos drüber fahren zu lassen, das wissen wir ja alle. Da wurden dann eben auch aber die Leute von der Straße geholt und die waren nicht mehr arbeitslos, sondern die wurden in Arbeitslager gesteckt.
und was ist Hartz IV? Und diese ganze Zumutbarkeitsregel für die Arbeitslosen, denn was anderes als die Arbeitslager von damals. Weißt du, es hat ein anderes Kleid an. Aber das Vibe, das da drunter ist, immer noch dasselbe. Ja, das, also so sehe ich das zumindest. Aber das hat sich ja, ich meine, wenn man die Verhältnisse auf dieser Erde sich biblisch betrachtet, hat sich das ja nie geändert, wirklich. Deswegen sagen wir ja, Geschichte wiederholt sich. Ja. Und es gibt nichts Neues unter der Sonne, wie es bereits in der Bibel steht. Das ist richtig, aber die Leute begreifen das nicht, weil sie die Geschichte nicht kennen, erkennen sie die Gefahr von heute nicht. Dafür dienen eben solche Lesungen. Dafür. Ich steigere es mal eben und sage halt einfach, da die meisten Menschen durch alle Zeit hinweg Egoisten sind und auf der Seite des Übeltäters stehen, der selber der größte Egoist ist, weil er immer sagt, ich möchte mich über den Allerhöchsten erheben, ja, ist denen eigentlich egal, solange sie jetzt im Hier und Jetzt zufrieden sind, ein schönes Auto haben, tollen Urlaub haben, dicken Fernseher haben, die interessiert das alles nicht. Die Leute, die sich wirklich Gedanken machen, die sich Sorgen machen, sind die Leute, die für andere denken, die für andere Verantwortung übernehmen, die die Familie haben, die kleine Kinder haben, die vielleicht Pflegefälle zu Hause haben, solche ganzen Menschen, die auch an das Du denken, die an den anderen denken, die eigentlich die christliche Lehre ja vertreten. Das sind die Menschen, die sich Gedanken machen. Die anderen, die Egoisten sind, die nur an sich selber denken, das sind ja gar keine Christen. Auch wenn das jetzt brutal ist, aber das sind für mich keine Christen. Ja, da hast du recht. Wenn Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selber, ja, dann kann ich kein Egoist sein und gleichzeitig Christ sein. Das geht nicht. Und das ist doch klar, dass der römisch-katholischen Kirche der Faschismus am allernächsten ist, denn im Endeffekt ist der Papst ja auch der Pontifex Maximus und damit dem römischen Cäsar gleich, der gleichzeitig Gott und Staatsoberhaupt ist. Also da ist ja eigentlich logischerweise die katholische Kirche nur die weitere Fortführung des römischen Imperiums. Und das sieht man ja dann am zweiten Tier an den USA, ohne jetzt da völlig den Faden zu verlieren. Wenn ich mir schaue, wie die römischen Bauten aussehen und wie dieses amerikanische Capitol aussieht, dann kann ich da ja schon mal so einige Parallelen ziehen. Ja, dieses Bild kenne ich auch, ja. Ja, genau. Papst Pius IX, ja, Pio Nono, in seinem Discorsi. Der Cäsar, der euch jetzt anspricht und dem alleine Gehorsam und Treue zusteht. Ja. Ja, und das hat sich nie geändert, denn der Allmachtsanspruch des Papstes, der ist ja auch vor dem Unfehlbarkeitsanspruch des Papstes im Ersten Vatikanischen Konzil ja schon allgegenwärtig gewesen. Deswegen natürlich, und die Jesuiten haben das auch immer so beschaut, aber mit dem Vatikanischen Konzil haben sie es jetzt schriftlich. Sie haben es jetzt als römisch-katholisches Dogma innerhalb der römisch-katholischen Kirche, dass der Papst unfehlbar ist, wenn er ex cathedra spricht. Es ist ja ein Punkt, etwas 100 oder 200 Jahre lang anzuerkennen, aber halt nur inoffiziell auch durchführen zu können. Seit 1870 haben sie es offiziell. Und das war eine Wiederherstellung des Ultramontanismus. Genau in der Zeit, in der der Papst seine weltliche Macht verloren hat, haben sie die spirituelle Macht so dermaßen auf die Spitze getrieben, dass die Wiederherstellung der weltlichen Macht 50 Jahre später nur noch eine Formalität war. Und das ist dann ja auch 1929, also 59 Jahre später, passiert. Ja, keine Fragen, euer Ehren. Victor, bist du noch da? Ja, ich höre euch gespannt zu. Ach so. Na gut, also Michael, hast du jetzt noch irgendwelche eine abschließende Bemerkung dazu? Vielen Dank für deinen Kommentar übrigens, fand ich sehr erquickend. Sehr schön, diese kleine Diskussion zum Abschluss dieser Lesung. Aber hast du jetzt vielleicht noch ein paar Worte, mit denen du dich von den Hörern verabschieden möchtest bis zum nächsten Mal? Eine Zusammenfassung, so ein kleines, wie nennt man das, so Summa Summarum oder was? Ein Resümee. Ich möchte mich einfach auch für die treue Zuhörerschaft mal bedanken. Denn für so ein schwieriges Thema, wo viele Menschen ja heutzutage und noch damals mit dem Arbeitsalltag in dieser antichristlichen Welt den ganzen Tag konfrontiert sind, sich dann abends oder wo auch immer mal eine Stunde Zeit zu nehmen, um solche nicht gerade positiven Geschichtsthemen
zu behandeln und mal zu beleuchten. Da möchte ich mich halt einfach auch mal für die Geduld und für die Treue der Zuhörerschaft mal bedanken. Tja, das ist doch ein schönes Schlusswort, Michael. Und Viktor, hast du auch noch etwas anzumerken über unsere Sendung heute? Im positiven oder im negativen oder im Resümee-Sinne? Ja, im Resümee-Sinne gerne würde ich noch so zwei Dinge anführen. Einerseits den letzten Absatz, den wir gelesen haben, da werden wir noch vertieft dann in den späteren Kapiteln drauf eingehen. Das nur so kurz als noch Anmerkung. Und ja, allgemein diese Situation auch damals zu diesem Konzil von 1870, ich meine, wenn man sich so ja oder im Hintergrund betrachtet die Situation in Deutschland, das war ja letztendlich auch so die Gründung des Zweiten Deutschen Reiches, oder das war 1871, ne? Ein Jahr später. Das ist ungefähr gleich, zeitgleich, alle. Ja, das kommt auf ein paar, zeitgleich. Das kommt auf ein paar Monate da jetzt nicht drauf an. Das war ja schon abzusehen, dass das gegründet werden würde, ja. Ja, letztendlich, was wie mir das jetzt, sage ich mal, nur erscheint, ich habe ja in der Zeit nicht gelebt, aber es erscheint so ein bisschen, zumindest, sage ich mal, auch in diesen protestantischen Regionen Deutschlands, dass wohl der Eindruck entstanden ist, dass der Vatikan die katholische Kirche oder die römisch-katholische Kirche keinerlei Einfluss mehr ausübt, sage ich mal, jetzt im Staat, also dass da wirklich diese Trennung jetzt vollzogen ist mit Staat und Kirche. Und es erinnert so ein bisschen auch an diese Vorgehensweise aus Sun Tzu, ne? Erscheine schwach, wenn du stark bist und umgekehrt. Ja, ganz richtig, ganz richtig. Und, ne, im Hintergrund, wo die Leute dachten, ja gut, die Kirche hält sich jetzt, sage ich mal, aus diesen ganzen öffentlichen Angelegenheiten raus oder aus diesen staatlichen Angelegenheiten raus, hat sich ja im Hintergrund, ja, was hat sich da entwickelt, ne? Ich glaube, das hat dieses Kapitel auch nochmal ganz gut so und deine Ausführung auch ganz gut nochmal so das hervorgehoben. Dafür vielen Dank, auch für die Worte von Michael und freue ich mich auf die nächste Lesung. Sag an dieser Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, danke und tschüss, Viktor. Ich möchte natürlich nicht weggehen, ohne noch eine abschließende Bemerkung zu machen auf das, was du gerade gesagt hast, Viktor. Die Leute wurden durch die Gründung des Deutschen Reiches damals 1871 durch Bismarck und halt, wie du sagtest, die Trennung von Staat und Kirche, wo ja auch der Kulturkampf, den damals Bismarck mit dem Papst ausgekämpft hat, zu beigetragen hat, in Sicherheit gewiegt. Sie wurden in Sicherheit Sie wurden in Sicherheit gewogen nach dem Motto, der Vatikan hat ja keine Macht mehr. Dem Vatikan wurde die weltliche Macht genommen durch das Zufügen der Wunde 606 bis 1866. Das wussten die Leute ja damals alle mal. Dadurch hatte der Papst keine weltliche Macht mehr. Und knapp 100 Jahre davor waren ja die Jesuiten verboten worden. Da hat man sich ja auch schon mal in Sicherheit gewiegt. Hat gesagt, oh, die Jesuiten sind jetzt weg. Jetzt sind wir aber sicher. Da hat man 1870 gedacht, oh, jetzt ist der Papst weg. Jetzt sind wir aber sicher. Jetzt können wir endlich unser eigenes Ding machen. Genau zu der Zeit kommt Bismarck da an und gründet ein, ich sage es jetzt mal ohne Vorbehalte, ja, natürlich sind da Vorbehalte drin, gründet ein freies, protestantisches, deutsches Reich unter der preußischen protestantischen Herrschaft, die den südlichen Bund Bayern und Österreich überwunden haben in einem Kampf, ja, dabei gab es ja den Krieg von 1866, Königgrätz und so weiter. Könnt ihr euch ja mal drüber informieren, wenn ihr die Geschichte nicht kennt. Und dadurch wurden die Leute in Sicherheit gewiegt. Dann hat er 1872 durch das Jesuitengesetz die jesuitischen Orden in Deutschland verbieten lassen. Hat Klöster geschlossen, Mönche rausgeschmissen, Seminarien geschlossen, die Professhäuser geschlossen. Alles, was von den Jesuiten auf Deutschem Reich war, war zu der Zeit verboten. Die sind natürlich nach und nach wieder reingeschlichen. Das ist eine andere Sache. Aber die Leute wurden in Sicherheit gewogen. Ja. Und der Vatikan hat es geschafft, in der ganzen Zeit aus dem Hintergrund, und deswegen ist ja dieses Buch, der Untertitel, den Drahtziehern auf der Schliche so wichtig, aus diesem Hintergrund heraus hat der Vatikan doch überall seine Puppen an den Fäden gehalten. Ich sage nicht, dass Bismarck eine Puppe des Papstes war, das wäre wahrscheinlich zu viel gesagt, um da zu gehen. Aber Bismarck hat den Kulturkampf gegen den Papst ja letztendlich verloren. Er hat letztendlich die Waffen gestreckt. Und es ist dank Bismarck, dass wir heute
das Sozialversicherungssystem in Deutschland haben und dass das ein teuflisches und absolut unbiblisches System ist, das muss ich einem bibelgläubigen Christen doch nicht erklären. Weil laut der Bibel gibt es keine Sozialversicherung. Laut der Bibel gibt es eine Familie, die zusammenhält und die füreinander sorgt. Und da sollten wir vielleicht auch mal drüber nachdenken, auch in diesen Zeiten heute. Was ist uns die Familie noch wert? Wir müssen bedenken, dass die Familie die kleinste soziale Einheit einer Nation ist. Und diese kleinste soziale Einheit, die sich gegründet hat, erst und vor allem auf der Heirat, auf der Ehe zwischen Mann und Frau, zwischen einem Mann und einer Frau, so wie Gott sie ordiniert hat, am Ende der Schöpfungswoche. Diese Einheit will Satan zerschlagen. Wenn er die Familie zerschlägt, die Einheit zwischen Mann und Frau, und einen Keil treibt zwischen Mann und Frau, und einen Keil treibt zwischen die Kinder und die Mutter und die Kinder und den Vater, wo gehen wir dann mit der Gesellschaft hin? Und das ist genau die Agenda, die die römisch-katholische Kirche von Anfang an verfolgt. Und die sieht man hier in dem, was wir jetzt gerade eben gelesen haben, auch im Großen. Und ich bespreche das jetzt nochmal eben im Kleinen, im Detail. Wir müssen uns davon bewusst sein, dass genau das das Ziel des Teufels ist. Die Gemeinschaft zwischen Menschen und dann ganz sicher die kleinste Gemeinschaft, die da besteht, nämlich die Ehe, zu zerschlagen. Mit LGBTI-Agenda und Transgender-Agenda und all diesem ganzen Kram und die Frauen zur Arbeit schicken und die Kinder in die Kitas und so weiter und so weiter. Ich will jetzt nicht darauf eingehen, ihr kennt das alles. Das ist das große Bild, das sollten wir niemals aus den Augen verlieren. Und wir sind immer in der Gefahr, dass in den Ländern, in denen wir leben, dass wir uns von den Regierenden dahin treiben lassen, diese Dinge zu akzeptieren, weil es passiert genau wie mit dem Frosch, den ich in kaltes Wasser in einen Topf schmeiße und dann ganz langsam die Hitze weiter und weiter hochfahre, bis am Ende der Frosch gekocht ist, weil er es gar nicht merkt, wie das Wasser immer heißer wurde. Wie heiß ist das Wasser bei dir? Denk da mal drüber nach und komm dann zurück zur nächsten Lesung hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche mit Kapitel 9, wenn ich wieder mit hoffentlich mindestens diesen beiden Gästen euch das nächste Kapitel vorlesen und erklären kann. Bis dahin, Maranatha.